Guten Morgen, Hannover. So, jetzt geht's dem Ende entgegen. Das ist jetzt der letzte Morgen hier am kleinen Marktplatz. Mode, Obst und Gemüse. Ja, ich mache ja morgens immer meine Runden, laufe ein bisschen. Und dann werde ich hingehen zum Schäfer, heißt der, glaube ich, da habe ich den besten Kaffee getrunken. Hier jedenfalls auf der ganzen Reise, muss ich sagen. Hier riecht es nach Fisch. Hier nochmal Fisch. Der Wilke ist hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es zuerst hingehen soll. Nochmal Fisch. Mediterrane Spezialitäten. Kartoffeln, Gemüse. So, das war jetzt der kleine Einblick hier. Und jetzt geht's für mich zum Kaffee. Und hier ist es schon genau gegenüber der Kirche. Und zwar hier ist das Cheers. Da werden wir heute zum Frühstücken hingehen. Aber vor dem Frühstück gibt es hier einen Kaffee, und zwar bei Schäfers. Nebendran ist die Fleischerei, der Wurstbazar, und da gibt es gute Mietbrötchen. Also ich, ja, werde sie ja bald nicht mehr so haben in der Qualität wie hier. So, das sieht doch schon mal lecker aus, oder? Ja, das gibt es eben bei uns in dieser Form nicht so, und deswegen freue ich mich jetzt auf mein kleines Frühstückchen. Nun geht's wieder zurück nach Frankfurt. Wir hatten eigentlich schönes Wetter, aber da vorne, da braut sich noch irgendwas zusammen. Verkehrsmäßig einwandfrei, wenig Verkehr, gut durchgekommen. Wir haben noch ungefähr 80 Kilometer bis Frankfurt. Wir hoffen, dass wir nicht nochmal in so einen Regen hineinkommen. Die kommen uns aber alle mit Licht entgegen, also. Aber ansonsten, hier sind wir an der, oder auf dem besten Wege wieder nach Frankfurt. Auf der A5 jetzt hier im Moment Richtung Basel. Es hat uns doch wieder erwischt. Eine große Wolke. Eine Wolke, und so viele Schnellfahrer hier unterwegs, könnt ihr euch nicht vorstellen. Die gehen da nicht mit dem Tempo runter, die fahren da wie die Bekloppten. Unvorstellbar. Und dicht auf. Mich wundert, dass da nicht mehr passiert. Aber wir haben die beste Autofahrerin hier im Auto, die Conny. Ganz souverän meistert das. Und da vorne wird es auch schon wieder ein bisschen heller. Und am Abend nochmal hier am Henninger Turm mit dem Blick hier auf die Skyline, ein bisschen hier zumindest Frankfurt. Henninger Turm ist hier, sagt die Conny. Ja. Und zwar hier geht es ganz nach oben. Tja, wie in Hongkong. Schaut euch das an. Und was für ein schönes Licht dazu noch. Ein Platz fürs gute Leben. Und wir gehen hier nochmal miteinander essen. Familienausklang. Die Conny sagt, was soll ich da oben, Conny? Was magst du? Was guckst du? Fahrrad. Die liegenden Räder. Die liegenden Räder am Henninger Turm. Oh, schön. Ist das nicht schön? So, und jetzt schauen wir mal, was uns da erwartet. Allgäuer Büble Festbier, das hört sich gut an. Die halbe 15, billiger wie auf der Wiesn. So, wir wurden hier in Englisch begrüßt, also das ist nicht bayerisch und nicht frankfurterisch, sondern wir haben gesagt, wir wollen hier sein. Und dann heißt es this one, this one, this one. Aber ist schön hier. Oktoberfest-Schmankerl.
Ja, und hier sollen schöne Bilder sein, wie der Henninger Turm früher ausgesehen hat. Ich kann mich noch an das Henninger Bier erinnern. Ein bisschen Geschichte kann ja nicht schaden, so. Henninger Turm, genau, der war doch irgendwo auf der Flasche drauf, oder? War das nicht so? Also hier ist auch noch Platz, hier könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen. Henninger Bräu, genau, das hatten wir. Das hatten wir zu Hause in Frauenaura. Eine Zeitreise, schon wieder ein bisschen Geschichte. Es erinnert so ein bisschen an Festzeltromantik, aber mit nicht so viel Gewerk, würde ich sagen. Also gestern war es schon extrem laut. Ja, und hier, schaut euch an, was es hier gibt, hier Leckeres. Das sind Spätzle. Und da ist irgendwas mit Tomaten. Boah, ich würde gerne fragen, was das ist, weil das ganz gut aussieht. So, und da sitzen wir schon mal wieder beim Essen. Ja, und wenn wir schon hier sind, dann gibt es auch das Essen. Das sind Spätzle mit Champignonsauce und paniert. Ein Champignonschnitzel. Wir schwenken dann bei Harrys Bier, der kriegt nämlich heute nichts. Der Harry muss heute trocken bleiben, dann gibt es Äppelwoll. Oh, da kommt doch was für mich, schau mal an. Und das ist die grüne Soße mit den halben Eiern. Und dann haben wir hier eine halbe Ente. Entschuldigung. So, und der Harry braucht natürlich Soße extra, ne? Das ist natürlich ganz klar. Haben sie gesagt. Also, schau mal. Die Ente fliegt nirgendwo mehr hin. Dann gibt es auch die Verabschiedung jetzt hier vom Henninger Turm. Also es war sehr gut und war auch von der Lautstärke in Ordnung, das Essen hier. Ja, und jetzt glaube ich, dass ich in den nächsten Wochen doch etwas anders mich wieder ernähren werde. Aber es war alles sehr gut und ich sage jetzt erstmal hasta luego. Inge heißt es hier und verabschiede mich aus Frankfurt. Hier, ich muss die Ecke mitnehmen, sagt die Conny. Henninge. Also war sehr schön und ich freue mich aber wieder auf Gran Canaria. Hasta luego.